Na, dann schau mal einer an. Neuer Fall. Verkleidungskünste. Da gucken wir doch direkt mal in der Fallmappe mal nach. Fälle. Verkleidungskünstler. So. Die Polizei benötigt ein Phantombild des Diebes, der Mrs. Ninis Schneiderei ausgeraubt hat. Der Zeichner der Polizei war nicht in der Lage, den Täter so zu zeichnen, wie er laut der Schneiderin ausgesehen haben soll. Vielleicht lässt sich mit Hilfe meiner Verkleidungskünste etwas bewirken. Die Schneiderei befindet sich an der Kreuzung Kings Road und Trinity Way in Scaladio. So, da gucken wir noch mal. Mutterliebe. Um Zugang zu hier halten, muss die Polizei, ja, genau, bei dem Phantombild helfen. Das heißt, wir müssen erstmal diese Mission machen. Irgendwie konnte ich mir das anpinnen, ne? Wie konnte ich mir die Sachen anpinnen? Warte mal. Garderobe, Karte, Fallmappe. Gedankenspiele. Ah, anheften, alles klar. Durchblättern war wie? Wie konnte ich durch? Man konnte auch irgendwie durchblättern. Nein? Wie konnte man denn nochmal durchblättern? Warte mal. Spielgrundlagen. Angehefteter Hinweis, genau. Ach, hier, okay. Aber das ist ja schon, ne? Polizei, lalala, alles klar. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Schneiderin besuchen, die an der Kreuzung Kings Road und Trinity Way ist. Kings Road, das ist hier. Hier ist die Kings Road. Und wo ist die, wo ist Trinity Way? Da. Das heißt, hier müsste die Schneiderei sein. Ich mache mir da mal eine Kompassmarkierung hin. Zack. Und dann gehen wir da mal gucken. Das müsste hier um die Ecke sein. Das finde ich halt so gut, dass du selber suchen musst. Das ist so ein geiles System. Ui, ist ein Hotel. Hotel, Hotel. So, hier muss irgendwo die Schneiderei sein. An der Ecke. Mrs. Ninis Schneiderei. Die wo ist? Ah, hier. Da ist das Atelier. Schauen wir doch mal. Miss Ninis Schneiderei. Sprechen wir erstmal mit Miss Nini. I'm pleased to meet you, Mom. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, Signore. Gehen wir die Sache anders an. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Das klingt doch super. Beschreiben Sie mir den Dieb. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Okay, dann verkleiden wir uns mal wie der. Der Dieb soll wie ein niederträchtiger Halunke ausgesehen haben. Mrs. Nini beschrieb ihn als ramponiert aussehend. Zudem soll er eine Brille getragen haben. Ja, dann gucken wir doch mal. John has wares, if you have coin. Der ist halt so gut. So, da gucken wir mal. Ja, nee, ist klar. What can I do for you, Sherlock? Ich soll mich umziehen. Was ist das hier? Wenn du nicht passend gekleidet bist, kann es passieren, dass eine Ermittlung ins Stocken gerät. Glücklicherweise ist Sherlock ein Verkleidungskünstler und du kannst sein Outfit im Garderobenbereich ändern. Wähle Details, um mehr zu erfahren. Verkleidung? Ah, hier. Manchmal musst du dich verkleiden, um beim Ermittlung voranzukommen. Dieses Symbol in der Fallmappe bedeutet, dass du dich verkleiden musst. Hinweise mit diesem Symbol können im Interface der Garderobe angezeigt werden. Lies diesen Text, um herauszufinden, was Sherlock tragen muss. Manchmal musst du dich als eine ganz bestimmte Person verkleiden. Es kann auch vorkommen, dass dir jemand den Zutritt verwehrt.
Hör der Person zu und finde heraus, was du tragen musst. Die richtige Verkleidung hilft dir auch dabei, Passanten um Hilfe zu bitten, die dir nicht wohlgesonnen sind. Q drücken, um in den Konzentrationsmodus zu wechseln und die soziale Klasse sowie die Haltung dir gegenüber zu erfahren. Versteck dich und zieh etwas an, das der sozialen Klasse der Person entspricht. Nicht alle Orte eignen sich zum Wechseln der Kleidung. Überprüfe anschließend, ob sich die Haltung zum Positiven geändert hat. Nun kannst du erneut mit der Person das Gespräch suchen. Symbole zur sozialen Klasse in der Garderobe zeigen an, wie deine Verkleidung wirkt. Oberschicht, Matrose, Soldat, Arbeiter, Einmischer, Polizist, Obdachloser, Krimineller. Okay. Jede Verkleidungsgegenstand wirkt sich auf diese Werte aus. Schau genau hin, ob sich die Wahrscheinlichkeit, von einer bestimmten Sozialklasse nicht abgewiesen zu werden, erhöht oder verringert. Die Farbe gibt an, ob die Haltung dir gegenüber positiv oder negativ ist. Achso. Versuche in der erforderlichen sozialen Klasse auf über 50% zu kommen, um sicherzugehen, dass du nicht abgewiesen wirst. Wohlmöglich benötigst du dafür mehr als einen Verkleidungsgegenstand. H im Interface der Garderobe drücken, um einen Tipp zu erhalten. Ja. Ja, wir müssen uns umziehen. Garderobe. Brille. Okay. Wir müssen hier hin, ne? Aber sie hat ja gesagt, er trägt eine Brille, ne? Ich will mal hier. Was nimmt man nicht alles in Kauf, um gut sehen zu können? Das Eckige muss aufs Runde. Mm. So. Das ist ja cool. Das wird später bestimmt noch sehr speziell. So, 6 Garderobenobjekte erhalten. Kriegen wir hier noch mehr? Konzentrationsmodus war Q, ne? Okay. Zwischendurch mal gucken. So. Kann dieser Hinweis da mal weggehen? Okay, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Wähle Details. Habe ich schon. Garderobenmodus. Wie komme ich denn da rein? Ich mache einfach so. So, wir haben Klamotten. Dann lass doch mal gucken. Was haben wir denn? Wir haben Schnurrbart. Gottes Willen. Captain Abbart. Ein Klassiker, der auch Autorität ausstrahlt. Für den selbstbewussten Bärtträger. Der Bart sieht so aus, als könnte man ihn einfach abreiben. Ja, sieht so aus. Oh Gott. Lassen den Jungspund weiser aussehen. Okay, das geht eher die Richtung hier unten. Das auch, das könnte man nehmen. Haben wir sonst noch was? Ach, das ist er. John, Lieblingsanzug. Ja, ab und zu wasche ich ihn. Warum fragst du? den Bart passiert, glaube ich, nichts, ne? Lass ich mal ohne Mütze. Hä, wir haben 6 Kleidungsstücke? Achso, das waren die... Okay, alles klar. Gibt's noch mehr? Das kann doch nicht alles sein, oder? Da ist noch was. 4 Garderobenstücke. Okay, alles klar. Ich gucke noch mal. Warte. Garderobe. Gut. Nee, das... Passt ihm. Also ich will da hin zu diesem Gauner und so, ne? Haben wir sonst noch was bekommen? Nee. Also ich glaube, einen Hut hat er, glaube ich, nicht gehabt. Gibt der Tolle eine Chance? Wähle Details, um mehr zu erfahren. Achso, warte mal. Im Garderobenbildschirm auf Details. Wo kann ich denn Hinweise, Hilfe? Ach so. Manchmal muss Sherlock sich verkleiden, um seine Ermittlung voranzutreiben. 1. Wenn du einen Hinweis in der Fallmappe dieses Symbol aufweist, wenn dich jemand aufgrund deines Äußeren auffällt. Wenn die Leute nicht bereit sind, Fragen zu beantworten. Okay. Suche einen Kleidungshändler für das benötigte Outfit auf. Dies ist ein Symbol auf der Karte. Okay. Alles klar.
Sherlock, ein Verkleidungskünstler, kann sein Outfit im Garderobenbildschirm ändern. Wähle Details, um mehr zu erfahren. Haben wir doch. Gibt's hier Hinweis ein- und ausblenden. Achso. Der Dieb soll wie eine Halunke, niedrigschwelliger Halunke ausgesehen haben. Ja. Ramponiert. So. Und eine Brille. Haben wir ja. Das kommt ja schon hin. Mehr haben wir auch, glaube ich, nicht, ne? Oder gibt's hier noch mehr? Ich bin ein Verkleidungskünstler. Haha. Look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Ja. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Come on, at least do him first. Ah, da ist noch was. Aha. Das hätte ich beinahe mal sehen. So, dann gucken wir mal. Garderobe-Fallmappe. Verkleidungskünstler. Ein wahrer Verkleidungskünstler. John will, dass ich Mrs. Nini überrasche. Ich soll mich als der Mann auf dem Gemälde verkleiden, bevor ich versuche, mich als Dieb zu verkleiden. Es handelt sich dabei um einen alten Mann mit Koteletten, um weißen Anzug und Zylinder. Soll ich das mal machen? Okay. Koteletten. Zylinder. Weißen Anzug. Und Gesicht. Älter, ne? War der älter? Kann sich um einen alten Mann mit Koteletten, weißen Anzug und Zylinder. Ja, habe ich ja, glaube ich. Das passt ja eigentlich. Okay, dann überraschen wir sie mal. Hallo. He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. Hm. Eine kantige Brille. Okay. Hat das jetzt geklappt mit dem Dings? Mit der Fallmappe? Achso, kann... Hä? Ach, ich muss die Brille ablegen. Ah, warte mal. Ohne Brille. So, jetzt aber. Moment, haben wir gleich. Warte. No, signore. That hat is wrong. I told you it was a regular bowler. Mm-hmm. You didn't tell me it was a bowler. But I did. You ought to pay more attention, signore. Ein Bowler? Muss ich mal eben gucken in die Fallmappe. Stellte sich heraus, dass er einen Bowler getragen hat. Bowler ist das, ne? Eine kantige Brille. Aber das ist ja der Typ hier, wir wissen ja nicht, was er für eine Kleidung hatte und das mit dem, hä, warte mal. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warte, guck mal eben. Grundlagen. John möchte dich herausfordern. Ja, ich habe das gemacht, aber sie geht darauf nicht ein. Oder habe ich mich... Oder muss ich mich anders anziehen? Warte mal. Ah, das ist ein weißer Anzug vielleicht, oder? Hat der einen hohen Zylinder, ne? Warte mal. Ohne Brille. Koteletten. Müsste ja ungefähr hinkommen jetzt vom... Ja, das passt, glaube ich. Ich probiere es nochmal. Uncle Giovanni? Oh, signore! You look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as two peas. Perhaps you have some royal blood in you, too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, Mom. Ah, ein wahrer Verkleidungskünstler. Mamma mia. Johns Herausforderung abgeschlossen. The Doge. So, das haben wir also abgeschlossen. Sehr schön. Mrs. Nini erzählte mir von dem Mann auf dem Gemälde, ihr Onkel ist. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen eine kantige Brille jetzt. Wir brauchen eine Bowl. Ja, Anzug. Was, das könnte hinkommen. Das kommt eher hier nach denen hier, aber der Bart passt, glaube ich, noch nicht. Das kommt schon eher hier nach unten.
Das trifft schon eher hier. Das geht, glaube ich, ja, das passt alles nicht. Ja. Ich glaube, wir treffen das so, glaube ich, schon ins... Ja. Wir treffen das, glaube ich, schon ganz, so ganz gut. Wir gucken mal. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. A mustache? Yes. The kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear mustaches, but I get your point, Mom. Ein Mustache. Mm. So wie bei Atomic Heart. So, warte mal. Muss ich eigentlich hier mal reingehen? Nee, ne? So, ja, sie hat einen Mustache gehabt. Oder er. So. Der, den man abreiben kann. So, jetzt müsste es aber passen. Entschuldigung? No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Okay. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Ah, okay, ein Anzug. Ein beigefarbenen Anzug. Warte. Kannst du die Outfit... Ach so. Ach, man muss echt da reingehen. Man kann das Outfit nicht hier wechseln. Okay, ach krass. So, einen beigefarbenen... Warte mal, wie kam ich jetzt da rein? Ah, I. Einen beigefarbenen. Ist es eher der oder der? Also kann ich ja hier nicht von ausgehen, sondern das ist ja eher dann, glaube ich, in der Welt draußen, ne? Ich nehme mal den hier. Vielleicht passt der ja. Ah, it's you. I mean, it's him. Oh. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Hm, das war supi. Zwei Hinweise aktualisiert. So, wir können alle Hinweise halten. Haben wir... Schneiderei. Haben wir jetzt auf der Karte was eingezeichnet bekommen? Weil sie hat irgendwie gesagt, in der Nähe... Ach, da ist zum Beispiel auch ein Kleidungshändler. Supi. Wir haben eine Polizeidings bekommen, ne? Phantombild eines Diebes. Die Polizei, lalala, das haben wir. Ich habe ein stimmiges Profilbild des Diebes angefertigt und kann es nun Constable Stark bringen, ja. Ah, so sieht er aus. Das Phantombild des Diebes, der Mr. Nini Schneiderei ausgeraubt hat. Aber haben wir denn jetzt die Garderobe bekommen? Die Polizeigarderobe, wovon sie geredet hat? Weil wir konnten eine Polizeigarderobe mitnehmen, hat sie gesagt. Ich guck mal eben, kann ich die jetzt... Ah, wir haben sie. Das ist ja supi. Ach, guck mal. Das ist ja irgendwie sehr geil. Oh, das gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt. Diesen... Moonwalk, den er jetzt gerade hier macht, sage ich gerade mal, den hätte ich gerne draußen. Ich möchte draußen nicht immer nur rumrennen. Ich will auch einfach nur spazieren. Gibt es da eine Möglichkeit zum Laufen? Gehen? Caps? Caps? Ach so. Ach krass, das geht. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt zurück zur Polizeistation, ne? Grün bedeutet, wir haben alles gefunden. Das ist sehr schön. Die Polizeistation ist hier einmal um die Ecke. Das heißt, wir machen das mal. So. Dann gehen wir mal. Jetzt möchte ich doch rennen. Du, du, du. Guten Abend, Sir. Mit dem Gewehr. Ja, das ist doch schon viel besser. Da kommt die Immersion doch schon viel besser rüber. So. Gut. Die Schneiderei. Hallo, guten Tag, Sir. Hello again, Officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. Das ist aber nett. I appreciate it, Officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done.
I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Oh. Oh. 20M. Werner Vogels Geschichte. Juhu. So, das sind doch bestimmt die Entwickler, oder? Da würde ich doch für wetten. Da wette ich mit, dass das die Entwickler sind. Dass sie sich hier verewigt haben. So. Okay, das heißt, wir dürfen ins Archiv. Was wahrscheinlich hier irgendwo ist. Ist das hier? Da. Guten Tag. Was hat er? Oh, I need a day off. Okay. Oh, I need a day off. Hier sind die Gefängniszellen. Oh, wir können mal gucken. Oh, Verhörraum. Ein Verhörraum mit... Sind das Folterinstrumente? Okay. Ja, früher war das so. So. Ah, wir finden bestimmt auch Dings hier, oder? Den, den Galassier oder wie der hieß, ne? Der ist doch... Restricted. Okay. Restricted Area, da geht's in den Keller. Wo geht's denn da hin? Unbekannter Nummer 1. Alter, was sind das für Zellen? Krass. Find's cool, dass man sich hier so umgucken kann. Hallo, guten Tag. Aber das sind keine, das sind nur Verhörzellen, ne? Das sind keine richtigen Zellen. Das sind... Kann ich da irgendwas machen? Nee, sah nur so aus. Das sind nur so Zellen, die man, also so Verhörräume sind das. Ich dachte, wir entdecken vielleicht hier diesen, den ersten Fall, den wir aufgedeckt haben, dass wir den Typen hier, finden. Aber anscheinend nicht. So 8 Verhörräume haben die. Huch. So, gucken wir doch mal. Du, ab ins Archiv. Inspectors. Ui, Donnerwetter. Da wurde noch geraucht in Büros. Zu dem Zeitpunkt. Was? Was? Der hat noch eine Corona-Maske auf. So, gucken wir mal. Guten Tag. Das ist ja ein tolles Archiv. Alter Schwede. Oh, entschuldigen Sie, Madame. Wähle einen Hinweis und 3 Suchkriterien aus. Es war Werner Vogel, der eine Taschenuhr meiner Mutter am Grab zurückgelassen hatte. Werner Vogel behauptet, dass das seine Art gewesen sei, mir das zurückzugeben, was ohnehin mir gehört. Er erzählte außerdem, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hat. Ich habe so Zweifel. Okay. Hinweis vielleicht? Und 3 Suchkriterien. Dokumente. Gewaltige Beschwerden, Stadtteil. Da haben wir gewohnt. Wir können hiervon, glaube ich, auch einen auswählen, ne? Nee, okay, da können wir nur einen. Ich würde sagen, die haben ermittelt, ne? Aber worüber haben sie ermittelt? Opfer? Suchen? Verschwundene Polizeiakte. Im Archiv fand ich nichts weiter als einen leeren Ordner mit der Aufschrift Fall Violette Holmes, 9. April 1869, Stonewood Manor, Grandstray. Keinerlei Dokumente waren darin zu finden. Offensichtlich hat die Polizei wirklich ermittelt, doch die Akte war dann irgendwann verschwunden. Okay. John, I just recalled that we were living here on Cordona, in a manor, and there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house.
Absolutely. Let's do it. Let's do it. Jawohl. So. Das war also richtig. Sehr schön. Ah, wie cool. So. Wir müssen unser Haus finden. Das wird ja lustig. Also, der wollte ja was von mir. As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished. Was? As if we weren't on demand enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermi will show you the ropes. Follow me. Okay. Huch. Ah, jetzt sind wir in diesem Keller, glaube ich, ne? Ah, krass. Ja, Freunde, ich würde sagen, was für ein Einstellungstest wir jetzt hier erleben müssen oder ja machen müssen, das sehen wir in einer weiteren Folge hier bei Sherlock Holmes Chapter 1. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.